mucho amor. Yes, sis mucho amor. Sis mucho amor. Yes, sis mucho amor. Sis mucho amor. Yes, sis mucho amor. Ich bin gelenkig, sagt Jabulani Manyoni, und da habe ich mir gedacht, das kann ich doch nutzen und einen Tanz daraus machen. Und sie sind sehr gelenkig, Jabulani und seine Freunde Junior und Lebuani. Jeden Tag tanzen sie hier in Soweto vor dem ehemaligen Haus von Nelson Mandela für die Touristen, und auch ich will mir das heute mal anschauen. Für die drei ist es ein Job, mit dem sie ihr Geld verdienen. Deshalb ist ihre Version des Panzula-Dance besonders akrobatisch. Sie nennen sie Skeletttanz. Sehr beeindruckend, sagt diese Frau aus den USA. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ist das wohl gesund, frage ich. Wahrscheinlich nicht, meint sie. Und selbst könnte ich das sowieso nicht. Ich bin zu Besuch zu Hause bei Junior. Seine Mutter hat zum Tee eingeladen. Auch Jabulani und Lebuani sind gekommen. Der Tanz sei ihr einziger Job, erzählen mir die drei. Von dem Geld, das ihnen die Touristen geben, müssen sie leben. Und es müsse außerdem reichen für ihre Familien. Juniors Vater sagt mir, er habe seit 15 Jahren nur Gelegenheitsjobs. Nur sein Sohn bringe regelmäßig Geld nach Hause. Als wir Panzula tanzten und noch jung waren, war das nur zum Spaß, sagt er. Heute machen die Jungs das für Geld. Aber das ist eine gute Sache, denn so ernähren sie ihre Familie. Amerikanischer Jazz war einer der Haupteinflüsse, aus welchen sich im Südafrika der 50er Jahre der Panzula-Dance entwickelte. Panzula war auch ein modisches Statement. Sich schick zu kleiden gehörte dazu. Und sollte auch ein Zeichen setzen gegen die weiße Vorherrschaft. In den Kindern Sowetos soll die Panzula-Tradition weiterleben. Seit 2 Jahren unterrichtet Junior den 15-jährigen Linda. Seine Mutter unterstützt das. Sie denkt, dass ihrem Sohn sein Talent im Leben einmal weiterhilft. Und auch er selbst hat große Hoffnungen. Mein Traum ist es, so gut zu werden wie die Skeletttänzer, sagt Linda. Ich will um die Welt reisen, Geld verdienen und berühmt werden. Linda trainiert regelmäßig und träumt den ganz großen Traum, während sein Lehrer sehr bodenständige Motive hat. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir etwas mit den Kindern unternehmen und wissen, was in ihrem Leben passiert, was ihre Ziele sind, sagt Junior. Denn sonst hängen sie nur auf der Straße rum oder werden sogar obdachlos. Sie trinken, werden kriminell, klauen Handtaschen oder die Geldbeutel alter Damen. Das ist das Problem, gegen das wir hier ankämpfen müssen. Und Linda ist nicht das einzige Kind, das vom Tanzvirus infiziert ist. Wann immer Junior und seine Freunde auf einem Spielplatz auftauchen, haben sie sofort die volle Aufmerksamkeit. Der Traum der drei Tänzer ist, irgendwann einmal eine Schule für Panzula zu eröffnen. Nur, so sagen sie mir, woher sie das Geld dafür nehmen sollen, das wissen sie noch nicht. Klappen aber müsse es, denn in Soweto liege unglaublich viel Talent brach. Am Anfang ist es sehr schmerzhaft für sie, sagt Junior. Aber schon nach etwa 3 Monaten sind ihre Bewegungen sehr fließend und sie bekommen Dinge hin wie das hier. Früher hatte der Panzula mal so etwas wie ein Gangster-Image, erklären mir die drei. Heute sei das anders. Für die Kinder tanzten sie deshalb, weil sie sie von der Straße fernhalten wollen. Wer tanze, so sagen sie, werde nicht kriminell.